Die Expansion in Hamburg ist ein fester Termin für die Gewerbeimmobilienbranche. Alle wichtigen Inhalte wie Stadtentwicklung, Finanzierung und Energieeffizienz werden hier thematisiert. Mit dem neuen Schwerpunkt Gewerbebau im Zeichen der Nachhaltigkeit spiegelt die Messe auch aktuelle Trends wider. Kurt Bodewig, ehemals Bundesminister für Verkehr, Bau und Wohnungswesen, eröffnet die Expansion 2010. Ich wünsche Ihnen interessante Erfahrungen, gute Gespräche und natürlich auch gute Geschäfte. In diesem Sinne eröffne ich die Veranstaltung und die Messe-Expansion. Ich finde, man holt sich auch, selbst wenn man nicht nur Ehrengast ist, eine Reihe guter Informationen. Es ist mit Sicherheit eine lohnende Messe. Und gleichzeitig wünsche ich der Messe, dass sie Impulse auch für Deutschland gibt. Denn wir brauchen Investitionen und wir brauchen auch Innovationen. Auf dem Messerundgang nahm sich Kurt Bodewig viel Zeit, um die Aussteller kennenzulernen und wie auf der Expansion üblich, Kontakte zu knüpfen und Informationen auszutauschen. Wir bilden die selber aus mit einem eigenen Schulungszentrum. Und es sind etwa 30 Firmen, die jetzt zusammengeschlossen sind. Die mehr als 2300 Besucher nutzten die Gelegenheit, konkrete Geschäftsgespräche zu führen. Die Expansion hat ihr bewährtes Angebot erfolgreich ergänzt. So wurden die Kongressinhalte thematisch erweitert und neue Aussteller, zum Beispiel die skandinavischen Hafenstädte, konnten gewonnen werden. Wir stellen Ihnen jetzt einige interessante Aussteller vor. And Karlskrona is a Swedish city in the southeast of Sweden. We have some interesting sites which we want to be developed. Some people we have met who has yes, plans for investments, for example for logistic. Unser Messestand ist eigentlich ganz gut besucht. Da freuen wir uns immer einer regen Frequenz, dass wir nicht so viel jetzt in Veranstaltungen hier reingehen können. Aber wir machen natürlich schon unseren Rundgang, um dann die Kollegen aus den anderen Bereichen zu treffen. Wir sind die letzten Jahre immer mal wieder vor Ort gewesen, haben uns das hier angeschaut. Und dann haben wir uns letztes Jahr überlegt, ja, wir nehmen jetzt auch mal einen Stand und nehmen daran teil und stellen uns selber dar. Wenn gebaut wird, holt man uns ganz gerne dazu. Wir kontrollieren, was gebaut wird, dass der Eigentümer letztendlich das auch bekommt, was er bezahlt und was er auch erwartet. Wir beschäftigen uns mit der Planung und Realisierung von großen Logistikanlagen, von Fabriken und Werksplanungen. Dadurch, dass wir regional, auf alle Fälle regional auch bekannt sind, gehen wir auf die Messe, um auch dann auch eben regional präsent zu sein. Unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Investition und Entwicklung von Logistikimmobilien. Der Name heißt Expansion und als solches wollen wir natürlich auch expandieren. Das heißt, wir wollen neue Kunden kennenlernen möglicherweise, bestehende Kontakte vertiefen. Wir bauen schwerpunktmäßig mit Stahlbeton-Fertigteilen, das ist unsere Kernkompetenz, haben ein großes eigenes Fertigteilwerk und bauen schlüsselfertig Logistikimmobilien in Europa. Messeauftritte sind für uns sehr wichtig. Wir wollen uns präsentieren. Wir wollen vor allen Dingen den Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens ausbreiten. Wir sind ja ein Energieversorgungsunternehmen und haben das Ziel, hier eigentlich Neukunden zu gewinnen. Unser Highlight ist unser schönes E-Mobil. Das steht auch vorne im Foyer. War der große Hit der Messe. Haben auch einige Autos verkauft. Es ist wirklich ganz einfach, Sie haben hier einen Stecker beim Fahrzeug, dann steckt das Fahrzeug drin und dann gehe ich einfach zu einer Steckdose. Wir haben sie hier natürlich gut, wir haben gleich eine daneben und dann stecke ich den ein. Spätestens beim Get-Together lernten die Besucher die 107 Aussteller kennen. Die Veranstaltung war die Kommunikationsplattform der Messe. In 28 Fachvorträgen und Diskussionsrunden auf der Themenbühne und im Kongresssaal vertieften die Teilnehmer ihr Wissen. Dabei ging es um Themen wie die europäischen Seehafenstädte und Nachhaltigkeit beim Bauen. Nach 2 Tagen endet nun die Expansion. Internationale und innovative Aussteller, Besucher und Referenten haben für eine hochwertige Messeveranstaltung gesorgt. Zum Jubiläum im nächsten Jahr, zur 10. Expansion, werden wieder zahlreiche Akteure der Gewerbeimmobilienbranche erwartet. ImmoTV. Wir bewegen Immobilien.